Und da herzlich willkommen zur Katzenjagd. Die Katzensaison ist eröffnet. Oh, ist das geil. Oh. Oh, habe ich verschreckt sogar das falsche Passwort eingegeben. Schön, schön. Ich habe auch ganz ehrlich mal geliebäugelt, ob ich meine ganzen Passwörter mal ändere. Einfach wirklich auf allen Servern und auf allen Accounts das gleiche Passwort nutze. Dafür aber wirklich ein zufallsgeneriertes Passwort. Habe ich mir ein bisschen überlegt, ein rein zufällig generiertes Passwort sollte eigentlich sicher genug sein, bei 6 Zeichen. Und ganz ehrlich, das geht ja hier bloß um meinen Testserver. Das ist ja jetzt nicht, dass da jetzt irgendwelche persönlichen Daten von mir hinter sind. Ich meine, wenn hier wirklich mal jemand reinkommen sollte, der kann halt das Pass mein Server hacken, kann den falschen Server halt runter, fertig. Okay, Frage Nummer 1, kommen wir überhaupt gelähmt runter? Frage Nummer 2, kommen wir dabei zur Nierenkatze? Und Frage Nummer 3, oh, geht da ganz schnell runter. Aber es sieht machbar aus. Gut, dann mache ich mal hier einen kleinen Abgang. Genau, mein ganzes Passwort zurücksetzen, dass ich überall ein Passwort habe. Immer dieses Überlegen, welches Passwort jetzt gerade das Richtige ist, ist ja schlimm. Ah, da leuchtet sie schon wieder. Yay! Nierenkatze, ich komme. Warte auf mich. Ich habe Kekse dabei. Aber wir müssen natürlich aufpassen. Es ist ein großer Raum. Ganz dunkel. Das heißt, es werden hier auch definitiv früher oder später Monster kommen. Und ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber Monster und ich sind nicht so unbedingt die Freunde des Lebens. So, dahin müssen wir. Oh Gott. Oh, Scheiße, 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 Scheiße. Komm ich da? Komm ich überhaupt irgendwie wo lang? Orientieren, orientieren. Ich habe halt absolut keine Orientierung. Also hier geht es auf jeden Fall weiter runter. Ich versuche erstmal hier vorbeizukommen. Aha. Da geht's. Och, Kacke, unsere Fackel geht aus. Was bist du? Also viele neue Ressourcen. Alter. Alles, was ich will, ist ein bisschen Liebe. Was war das jetzt schon wieder? Das war. War das nichts Neues? Dann war das wahrscheinlich gerade Silber, oder? Ach nee, doch, was Neues. Chrom! Oh! Woher weiß er denn, dass ich Chromium nutze? Ich dachte, das weiß keiner. So. Erstes Ziel, Nierenkatze. Da müssen wir hin. Das heißt, wir brauchen Licht. Und zwar nicht gerade wenig, sondern eher ganz viel. Du kommst dahin, du kommst dahin. Wir haben gerade mal drei. Ah ne, aber wir haben noch viel, viel mehr. 31 sollte reichen. Dahin bitte. So. Ganz ehrlich, komm, her damit. Nehmen wir erstmal 80. Ist ein bisschen großzügig, aber lohnt sich auch. Hoffe ich doch. So, jetzt müssen wir irgendwie zur Nierenkatze kommen. Und dabei aufpassen. Da ist sie, da ist sie, da ist sie. Ich hab sie gesehen, ich hab sie gesehen. Oh, guck sie euch an. Dieses Biest. Kann ich da einfach direkt hinlaufen? Das wäre ein bisschen einfach. Digga, die kommt immer näher. Hallo. Okay. Ich glaube, das ist einfacher, als ich dachte. Hä? Ich dachte, es ist die riesige Schlucht, die ich erstmal überqueren muss oder sowas. Hallo? Der ist ja schon. Das war jetzt. Oh. Ah. Jetzt kommt doch in die richtige Schlucht. Ja. Boah. Ey, wir kommen voll. Ey, wir kommen voll, voll easy zu ihr. Guck mal, wir sind schon da. Da ist er. Wie geil ist das denn? Oh. Oh. Alter, guckt euch das an. Dann machen wir nochmal hier Skybox. 1. Was für ein riesiges Konstrukt. Eine richtig ausgewachsene Megahöhle. Oh, das wird ein Spaß. So, dann baggern wir uns mal hoch. Jetzt weiß ich gar nicht, braucht man dafür irgendeine spezielle Spitzhacke? Das wäre natürlich insoweit blöd, dass wir keine haben. Ja, mal kurz ab. Habe ich es gerade aufgenommen? Oh. Hey, fällt. Okay, wir müssen unbedingt die Mutter aufsuchen, da fällt die Hälfte runter.
Alter, was ist da los? Junge! Wieso fällt alles runter? Yay, yeah, eine Katze im Top... Was? Im Top-Tart? Top-Pop? Ach, Pop-Tart. Ja, weil es aus der japanischen Popkultur kommt. Naja, wenn man das so sagen möchte. Oh. Ist hier irgendwas runter? Irgendwo? Nee, hier kann nichts irgendwo runterfallen. Oh, ist das geil. Oh, 10 Stück. Das heißt, wir können 90 Rainbow-Ohr erzeugen. Also erstellen, also bauen, also craften. Das ist krank. Aber wir gucken uns natürlich auch die Höhle als solches natürlich an. In Bezug auf... Ah, hier haben wir auch so schon Rainbow-Ohr. Und meine müden Augen erkennen jetzt sogar Mithril. Nicey dicey. Jetzt weiß ich gar nicht, Mithril kommt immer nur einzeln vor. Mithril ist nicht als ne? Also normalerweise gibt es ja Materialien so wie Eisen. Da hat man, wenn man was findet, meistens mehrere Blöcke. Auch bei Rainbow Ore hat man drei Blöcke so eingestellt. Die habe ich ja selber ein bisschen angepasst. Aber Mithril spawnt, glaube ich, immer nur als einzelne Dinger. Oh Gott, Alter, wir werden hier viele, viele Fackeln brauchen. Aber jetzt gleich mal ganze Kohle abschöffeln, die werden wir gebrauchen. Weil wir müssen die Kacke auch ausleuchten, damit wir hier Feinde sehen. Sonst haben die Feinde hier leichtes Spiel zu überraschen. Oh, Rainbow Ohr, Alter. Oh. Guckt euch diese an. Ups, ja, das war ein bisschen dumm. Okay, das heißt, die Neon-Katze, die wir gefunden haben, also das, dieses Neon-Dixie-Monster, diese 10 Blöcke, die werden wir 1:1 so erhalten und bei uns irgendwie wieder aufbauen. Und ja, Rainbow Ore finden wir hier schon mehr als genug. Ich meine, aus Rainbow Ore können wir zumindest eigentlich alles machen, was irgendwie werkzeugtechnisch möglich ist. Aber zumindest mal gutes Werkzeug. Aber ich sehe halt hier leider immer noch kein Mese. Das gibt's doch gar nicht. Schon wieder Gold. Ja, auch schon wieder Gold. Eieiei. So, hier geht es steil runter. Hier muss ich aufpassen. Da ist Mithril. Ich weiß gar nicht, für was kann man den Mithril alles benutzen. Da hinten leuchtet irgendwas. Da war gerade irgendwas. Ja. Ach, weil ich wieder hochgucke und deswegen quasi. Ah, das heißt also, da hinten geht es auch noch weiter. Heilige Scheiße, das ist so riesig. Also werden wir gut was zu tun haben. Erste Aufgabe, gesamte Höhle ausleuchten. Das wird ihr Spaß. Oder zumindest so lange ausleuchten, bis wir irgendwann mal ein bisschen Mese finden. Aber mittlerweile... Ich weiß, wann ich aufgeben muss. Sagen wir es einfach mal so. Ja. Ich weiß, es klingt traurig, aber ich denke, dieser Kampf ist tatsächlich verloren. Ach du Kacke, ein Mesemonster. Ich sag ja, wir bekommen mehr Mese durch Mesemonster als durch alles andere. Easy, komm mal her. My friend. Ich bin scharf auf deinen Körper. Und das meine ich nicht auf sexuelle Art. Und er droppt natürlich gar nichts. Eine Hure vom Monster. Nicht nett. Gar nicht nett. Was? Wir haben gerade 80 Fackeln einfach so für nichts? Ich möchte sterben. Oh, es ist traurig. Na gut, würde ich mal sagen, wir gehen nach Hause. Oh, eine Spinne. Na gut, die bringt uns aber nichts. Ah, siehst du, solche Sachen. Du siehst halt hier im Dunkeln die Monster kaum. Aber die Monster spawnen hier wie verrückt. Das ist halt das Problem mit diesen Mega-Höhlen. Deswegen sollte man immer relativ gut ausleuchten.
Dann gehen wir wieder ein bisschen mit der Sichtweite runter. Dann gehen wir nach Hause. Home. Ja, deswegen werden wir eine ganze Menge Fackeln brauchen, um das Ganze auszuleuchten. Die Frage aller Fragen. Wo zur Hölle könnte man die Neonkatze gut platzieren, dass man sie gut sieht, damit wir damit auch richtig gut angeben können? Powered by, guck mal, was wir gefunden haben. Ich würde sie halt später gerne... Wir wollen ja, wie gesagt, so eine Straßenanbindung machen. Ach, übrigens, der große Baum habe ich mir entschieden, der große Baum kommt weg. Wir wollen ja hier hinten so eine Kreuzung hin machen und da hättet ihr gerne so einen großen Baum in die Mitte von der Kreuzung. Macht aber keinen Sinn, wenn da bereits ein großer Baum ist, deswegen kommt der da später wieder weg. So viel dazu. Genau. Und irgendwo bei dem Abzweig zu unserem Haus, da soll direkt beim Abzweig, klatsche ich dann später irgendwann direkt dieses Ding hier hin. Ich denke mal, da würde es dann am ehesten passen, damit man gleich weiß, aha, da ist die Ronny-Residenz. Der Typ hat es zu was gebracht. Der hat sogar eine Neon-Katze. Klingt überhaupt nicht abgehoben. Nein, gar nicht. Aber jetzt müssen wir erstmal überlegen, wo wir die jetzt erstmal hin platzieren. Ich würde sie halt auch gerne irgendwo hin platzieren, wo wir sie selbst auch gut sehen. Vielleicht ins Haus? Ist das eine gute Idee? Haben wir da irgendwie so einen Querbalken, wo man die gut platzieren kann? Nicht wirklich. Bräuchten wir halt hier noch so einen Querbalken, wo man die dann runterhängen lassen kann? Andererseits, weißt du was, komm. Wir bauen uns hier mal ganz kurz was. Das heißt, wir brauchen etwas Holz. Das zum Beispiel. Achso, wir haben ja Holz dabei. Egal. Nehmen wir mal so ein paar. Nein. Da. So, wir bräuchten hinten drei, vorne drei. Das heißt, wir brauchen sechs Stück. Wir machen mal 12. Und jetzt kommt genau in die Mitte. Lass mich raten, hier gibt es keine Mitte. Doch, hier gibt es eine Mitte. Sehr schön. Genau in die Mitte. Müssen wir erstmal ein bisschen hochbauen. Mache ich mal kurz mit Erde. Alles andere macht auf kurz oder lang keinen Sinn. So. Die Mitte müsste hier genau sein. So, in die Mitte kommt da einer und da einer. Dann jeweils noch zwei ran. Dann hier das gleiche, da einer, da einer. Jetzt haben wir eine Länge von 1, 2, 7. Sollte passen. Ich überlege gerade, das macht anders vielleicht mehr Sinn. Und zwar, wenn ich den hier abmache. Und fünf Stücke, also fünf Säulen, den ersten in die Mitte mache. Dann bräuchten wir aber nochmal einen Zaun, weil dann bräuchten wir, entweder machen wir jetzt nur zwei hoch, dann kommt es hin mit 10 Stück. Oder haben wir fünf herabhängende Seile. Oh, wie süß, wie das runterfällt. Seile. Okay, ich habe gerade entschieden, wir machen es ganz anders. Ne? Unsere Neonkatze, die soll würdig hängen. Würdig hängen, Alter, das ist so ein Widerspruch in sich. Das ist so ein Widerspruch in sich. Das guckt mir keiner. Wir machen noch ein paar Seile. Wo habe ich meine Wolle? Wer will meine Wolle? Habe ich hier noch? Habe ich die dabei? Ne, jetzt kann ich mir ja fast nicht vorstellen. Ne, habe ich auch nicht dabei. Wir haben doch hoffentlich Wolle geerntet. Also hier, das sag schon. Na hier, Baumwolle. Aber wo ist die? Bin ich jetzt... Ach, da. Wow, ja, ich bin blind. Blind und blöd. So. Seil. Fuck.
Alter, ich heute irgendwie Englisch und ne? Irgendwie bin ich jetzt eigentlich dumm oder so? Wisst ihr was? Machen wir anders, machen wir so. Was kann man daraus alles machen? Dann tasten wir uns so lang. Ist das das? Hanfseil. Siehst du, kann man. Ach, Wope. Ah, siehst du? Ja, wusste ich doch. Ich bin noch gebildet. Da, genau das Ding. Da brauchen wir direkt die Spinnweben als solches. Kriegen wir. Ja, genau, die kriegen wir. Okay. In Raster. Oh, wow. Ja, das war. Alter. Was tue ich hier gerade? Ich bin gerade dabei, hier ein bisschen. Ja, Ordnung und so, 6 Sätze. Genau, da brauchen wir. Ich mache ein paar. Ein paar viele. Mehr brauchen wir erstmal nicht. So. Jetzt brauchen wir davon 3 Stück übereinander. Genau. Dafür bekommen wir immer nur eine einzige. Ah, okay. Dann ist es ja doch teurer, als ich dachte. Ich hatte gerade irgendwie in Erinnerung, dass das Ganze ein bisschen preiswerter ist. Das ist natürlich, ja. Haben wir noch Schnüre? Irgendwo, nein, da. Schnüre rumliegenderweise? Nee, Schnüre haben wir auch keine. Das heißt, das ist alles, was wir jetzt hier irgendwie wo haben. 35. Nee, weg, weg. Ja, das ist alles, was wir haben. Gut, das heißt, ja, dann nehmen wir das am besten einfach mal. Und zwar, meine Idee, die ich habe. Ja, achso, wow, die Erde haben wir in den einen Rucksack da gepackt. Wir hängen hier eine Schnur ran. Diese Schnur. Nach 2, 3 Dingern nehmen wir sie wieder ab. Also ab. Das waren jetzt zu viele. Da. Dann machen wir da eine Schnur ran. 1, 2, 3. Nehmen da wieder ab. Packen da eine Schnur ran. 1, 2, 3. Nehmen sie da wieder ab. Jetzt machen wir da eine Schnur hin, 1, 2, 3, nehmen Sie da wieder ab. Und da eine Schnur ran, 1, 2, 3, und nehmen Sie da wieder ab. Dann haben wir noch 20 fürs Gepäck. Und an diese Schnur können wir jetzt aber dann unsere wunderschöne. Komme ich überhaupt dran? Ja, doch, ein bisschen. Unsere wunderschöne Nierenkatze aufhängen. Dann hängt die halt wirklich so an Fäden, sag ich jetzt mal. Na komm. Und hier hinten müsste jetzt noch einer. Ich glaube, das wird jetzt andersrum. Wetten? Ja, das wird andersrum. Ist kein Problem. Ja, nu? Wo ist unsere Axt denn? Mann, da. Haben wir keine Axt mehr? Ja, gut. Dann machen wir es mal nochmal schnell hier eine. Alter, oh Gott. Ich glaube, ich räume hier erstmal ein bisschen meine Taschen auf. Das ist ja hier. Nimmt der hier gerade Überhand. Nimmt das ja. Ja, oh, danke. So. Du kommst mal weg. Dann brauche ich hier nochmal Erde. Da dran. Dann machen wir es halt mal ein bisschen mit Trick 17 und Selbstüberlistung. Perfekt. So. Und hier ran kommt jetzt unsere wunderschöne Nyan-Katze. Perfekt. Oh, das ist doch geil. Das ist doch schön. Ja. Jetzt haben wir eine. Alter, ist die groß. Gott. Die ist ja fast so groß wie mein. Ist ja gut jetzt. Easy. Genauso soll das sein. Jawohl. Jetzt weiß zu jeder sofort, dass wir einfach komplett abgehoben sind. Schön. Schön. So, dann würde ich mal sagen. Häschen in die Grube wollte ich gerade sagen, aber wir wollten erstmal hier unsere Tasche aufräumen.
Damit wir mal wieder überhaupt mal ein bisschen zurande kommen. So, erstmal alles raus, was wir irgendwie haben. Dann alles aus den Taschen raus. Und dann kleiden wir uns mal neu ein. Weil das hier nimmt gerade alles ein bisschen Überhand. Mit der Unordnung. So, Backpack. Leider gibt es ja keine Schaltfläche. Ne? So eine Schaltfläche, wo man sagt, alles aus dem Rucksack, bitte ins Inventar. Also würde gerade so eine Aufräumaktion doch wesentlich... Ach, da war auch noch was drin. Achso, der hat die Steine hier. Na, egal. Ich würde gerade so eine Umräumaktion doch drastisch beschleunigen, denke ich jetzt einfach mal. So, halt, die ganze Holz soll da natürlich nicht rein. Für Holz haben wir ein extra Schublädchen. Oh, Rainbow Ore. Nice. Genau, die E3 kommt da auch noch rein. Dankeschön. Da, da und da. Wobei wir so viel Stein, wie wir nie brauchen. Das wird also früher oder später sowieso wieder rausfliegen. Spätestens, wenn wir Platzmangel haben. Moment, aber irgendwo haben wir doch noch das weiße Holz. Da. Wolltet sich da gerade schon reinschleichen? Haha, hab's gemerkt, ja? So, wir haben ein Mesekristall und ein fast ganzen Mesekristall. Es ist und bleibt eine einzige Katastrophe. Aber wirklich eine einzige Katastrophe. Okay, wir haben mittlerweile Obsidian, wir haben Granit, also ne, ressourcentechnisch haben wir jetzt mittlerweile eigentlich fast alles, was es irgendwie in dem Spiel gibt. Aber nicht das, was normalerweise das Simpelste überhaupt ist. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Was war? Hä? Warum tun die das? Warum tun die diese? So, ich mache mal alles, was aus reines Holz ist, mache ich mal raus. Okay, war das Einzige. Ah ne, du auch noch. Du ein bisschen auch. Ne, kannst da bleiben. Kommt das alles mal auch mit in die Holzkiste. Damit die mal ein bisschen voller ist. Die kommt hier mir gerade so ein bisschen leer vor. Vielleicht sollten wir manche Sachen, die hier drin sind, auch da unten reinräumen. Okay, weißt du was? Wir machen es andersrum. Das kleine Radatsch kommt raus. Das kommt hier mit in die Grabbelkiste rein. Dafür kommt das Zeug mit in die obere Kiste. Abgesehen von denen, das kommt damit rein. Wie gesagt, das andere kommt mit in die obere Kiste. Und das ganze Plunder, was einfach nur Platz verbraucht, dieses ganze Cobblestone-Gedöns. Das kommt einfach in die untere Kiste, weil davon werden wir sehr viel zu viel haben. Oder sehr schnell zu viel haben. Deswegen packe ich das einfach mal komplett gesondert. Und dann lohnt sich unten nämlich auch die Kiste. Ich denke mal, das ist so am besten von der Platzverteilung her. Okay, easy. So, jetzt haben wir wieder leere Taschen. Dann können wir jetzt eigentlich wieder runtergehen. Wir brauchen nur noch ein bisschen Holz, damit wir uns auch weitere Stöcker machen können. Ja, jetzt bin ich komplett raus. Holz war hier. Dankeschön. Und wo ist das andere Holz? Ja, dann Holz, bitte kommen. Ach da. Boah, Alter. Und wir brauchen Kohle. Und zwar, wie es aussieht, eine ganze Menge. Deswegen nehme ich einfach mal alles mit, was wir haben, irgendwie. Ich mache auch mal erstmal hier ein bisschen was zu. Aus einem Ding kriegen wir 4 Stück. Das heißt, wir brauchen 25 Dinger. Bam. Jetzt haben wir 99 Holz für 99 Dinger. Da kriegen wir ordentlich Fackeln draus. Okay. Und dann brauchen wir noch ein paar Stöcker für andere Sachen. Halt Werkzeuge zum Beispiel. Das heißt, diesen Holz-Dings nehme ich einfach mal mit. Den anderen lasse ich mal vorsichtshalber hier oben. Man weiß ja nie. Und dann gehen wir einfach wieder runter. Ja, gut, ist natürlich. Die Nierkatze ist eigentlich zu groß. Man sieht die hier, wenn man reinkommt, sieht man die gar nicht. Oder wir sollten sie noch eins runterhängen. Dann stößt man sich aber den Kopf an ihr. Also eins runterhängen würde tatsächlich noch gehen. Zwei runterhängen wäre definitiv zu viel. Die Frage ist, würde eins runterhängen was bringen? Da würde man sie zumindest, wenn man hier so reinkommt, schon sehen direkt. Weil so sieht man halt nur die untere Teil, ne? Ist halt, erst wenn man so guckt, sieht man sie komplett. Hm. Ich glaube, ich hänge sie noch eins runter. Das macht vermutlich einfach mal Sinn. Ja, komm, mache ich auch. So lange dauert das ja zum Glück nicht.
Alter, ey, die macht richtig Licht. Man sieht sogar hier, dass es hell wird dann halt. So, ne. So, Schnur. Da brauche ich nochmal mein kurzes Seil. Wo ist denn das? Hallo, Erlan Seil? Alter, was? Muss irgendwo das Seil sein? Ach, da! Oh. Ach komm, wir machen einfach mal hier 1, 2, 3, 4, 5. Das kommt gleich wieder da rein. Ach nee, brauchen wir ja für Tunnelwanderung, weil falls wir uns irgendwo lebendig begraben. Ich nehme einfach mal alles mit. So, okay. Also, du kommst dahin. Was? Hä? Du kommst dahin. Achso. Ja, das war gerade dumm von mir. So. 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 Und so. Dann nehmen wir mal. Komm, jetzt ehrlich machen. Ich mach das jetzt ganz, ganz einfach. Oh. Schade um die Stahlspitzhacke, aber ganz ehrlich, so wertvoll ist sie jetzt auch wieder nicht. So, jetzt noch der Kopf. Ja, doch, das sieht doch schon gleich viel. Ja, besser, viel besser. So ist es auf jeden Fall besser. Perfekt, dann machen wir es genau so. Jetzt klebt die da oben nicht so an der Decke dran. Ne? Und man sieht sie auch beim Reinkommen wesentlich schneller. Oh. Oh ja, das ist schön. Okay, das heißt, wir gehen wieder runter in die Hölle. In diese Mega-Höhle von einer Höhle. Alter, mal so eine echte Leiter runtergehen, Alter. Der bricht hier alle Knochen. Oh, hier ist noch ein. Warum ist da ein Stein? Was ist da passiert? Gibt es dafür eine Erklärung? Was ist hier passiert, Officer? Ich höre laute Kinder schreien, klar. Ich höre. Was? Ist auch egal. So, hier geht's rein in unsere Mega-Höhle. Eieieiei. Tja, dann würde ich mal sagen. Die nächsten 20 Folgen heißt es dann Tunnel ausleuchten. Ha. Und hoffen, dass wir dabei auch was Brauchbares finden. Es wäre ja ganz schön. So, dann leuchtet erstmal hier nach vorne hin aus, damit hier mal, wenn wir hier reinkommen, ein bisschen heller ist. Tja, irgendwie hoffe ich immer noch inständig, dass wir was mit irgendwie mal Mäse finden, aber ich glaube halt wirklich, irgendwas läuft hier mit dieser Map falsch. Also entweder habe ich irgendwas komplett falsch konfiguriert oder es liegt in irgendeiner Mod, dass hier Mäse so abartig selten vorkommt. Wenn irgendjemand was weiß, dann mag einfach mal bitte in die Kommentare schreiben. Wir finden selbst Mithril öfter als Mäse. Das ist doch ein Witz, ist das doch. Was zur Hölle geht hier ab, bitte? Was? Oh. Oh. Ah. Das tut weh. Ja, hier geht's runter. Okay. Habe ich kapiert. Ey, das einzige, wovon wir wirklich eine Menge. Wir brauchen halt massig Mäse und wir finden einfach gar keins. Das ist irgendwie ein bisschen witzig. Wenn man. Alter, selbst Mithril finden wir massig. Wenn man mal bedenkt, wie. Womit machen wir eigentlich? Wie haben wir gerade mal 3 Mithril? Ah, weil ich die Hälfte nicht mitnehme. Na super. Ja, man sollte doch warten, bis es ploppt, bevor man weitergeht. Kommt hier noch ein paar Fackeln hin? Ist hier ganz schön dunkel. Und spawnen direkt Monster. Okay, hier habe ich. Sehr gut. So, sollte reichen. Okay.
Was soll ich gerade sagen? Genau, wir finden hier einfach massig Mithril, wir finden alles und Mithril ist auch eines der selteneren Sachen. Ich sagte ja, wir haben auch schon 6 Mal Meso-Ohr gefunden. Und Meso-Ohr habe ich persönlich so eingestellt, dass es seltener ist als alles andere. Also, das heißt, Meso-Ohr ist seltener als. Quatsch. Was glaube ich hier gerade? Nee, ich habe diese Rainbow-Ohr so eingestellt, dass es seltener ist als alles andere. Das heißt, Rainbow-Ohr ist seltener als Diamanten und als Mesekristalle. Und diese Rainbow-Blöcke, habe ich ja gesagt, die gibt es hier auch ab einer bestimmten Tiefe. Kleiner Tipp, so tief sind wir noch nicht, noch lange nicht. Aber wenn wir sie hätten, dann wären diese seltener als diese Meseblöcke. Aber trotzdem finden wir hier schon massig Dingsabums da. Ach, komm mal lieber her, damit ich da ist mir zu hinten, ist mir zu dunkel. Kannst du schon alleine kämpfen. Und ja, es verschwindet nicht mehr, weil ich habe jetzt das Monster in Entfernung verschwinden, habe ich deaktiviert. Ach komm, leck mich am Arsch. Yay. Was liegt da oben rum? Was war denn das gerade? Da war was Gelbes. Was zur Hölle? Whatever. Genau. Das heißt, an sich müsste Rainbow Ore und Rainbow Blöcke das seltenste überall überhaupt sein. Aber wir haben halt davon schon 6 Stück gefunden. Und gerade mal einen einzigen Mesekristall. Es ist ein bisschen deprimierend. Einfach nur ein bisschen. Da hat die gehofft, ich kann mit dem Server jetzt hier richtig durchstarten, hier so richtig schon Großprojekte machen. Und das ist unser Großprojekt darin begründet, Mese zu suchen. Das ist tatsächlich irgendwie ironisch. Yay, Mese! Komm, hier muss noch mehr sein. Hier muss noch mehr sein, bitte. Das kann schon alles gewesen sein. Are you fucking kidding me? Nicht mal eine richtige Ader. Okay, ich bin durch, Leute. Macht, was ihr wollt. Ich werde alle meine Zauber offline nehmen und in den Ruhestand gehen. Mein Test hat etwas gegen mich. Ich weiß nicht, was es ist. Ich weiß nicht, warum es was gegen mich hat. Aber aufgrund der Schwere dieses Hasses mir gegenüber gehe ich einfach mal davon aus, es ist etwas Persönliches. Und da ich gegen etwas Persönliches nicht ankomme, bleibt nichts anderes als der geordnete Rückzug. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Aber schon schön. Ich mag so eine riesigen Höhlen. Von der Architektur her kann man schön viel erforschen. Schön viel beleuchten erstmal vor allen Dingen. Ja, wir werden erstmal richtig scheiße viel Fackeln verbrauchen. Ich meine, man sieht ja jetzt schon, wir haben bereits. War da gerade ein Monster? Ist das so gelb aufgeblitzt? Hier blitzt das andauernd gelb auf. Was ist diese? Was tut jene? Warum ist das so? Egal. Ja, damit. Wir werden also arsch viel brauchen. Viel Beleuchtung. Ah, Mese, Mese, Mese. Und jetzt bitte mal ein paar mehr hier. Ich hatte ja auch zuerst befürchtet, dass Mese irgendwie komplett nicht funktioniert, dass irgendeine Mod Mese an sich blockiert. Kann ja passieren, so viele Mods wie hier drauf sind. Also es sind an sich nicht viele. Aber wie gesagt, gerade solche Mods wie die Technik-Mod zum Beispiel, sieht man ja, die fügt eigene Sachen hinzu. Und klar, dabei kann natürlich auch was schief gehen und dass andere Sachen dabei dann verloren gehen. Habe ich zwar selber halt noch nie gehabt,
Aber wir finden ja Mese. Also an sich muss Mese noch vorhanden sein. Nur halt arschselten. Und mit arschselten meine ich mit Arsch auf Eimer selten. So, jetzt haben wir schon mal ein großes Stück hier ausgeleuchtet. Sehr gut. Das macht die Sache hier schon mal erkenntlicherer. Was geht hier unten eigentlich ab? Wo kommen wir hier hin? Okay. Weg da. Lass mich durch, ich bin Arzt. Hier endet es auch schon, gut. Ein paar Fackeln habe ich jetzt hingemacht. Ah, hier hinten geht es auch sogar, tatsächlich sogar wieder höher. Mese! Ha! Ein Glück, dass ich diesen Ding da gedingst bin. Einer. Ein fucking Mese. Are you fucking kidding me? Dieses Spiel wurde programmiert von Satan, persönlich. Okay. Ah, ein Steinmonster. Ah, leck mich doch am Arsch. Das unnötigste Monster überhaupt. Alles, was das gibt, ist Kohle. Ah, nicht mal das. Einfach nur Gestein. Davon haben wir noch nicht genug. Hä? Ich werde mal hier eine Petition starten, dass wenn uns Monster angreifen, bitte nur Mesemonster uns angreifen. Und diese dann noch mindestens einen Mesekristall droppen, und zwar einen richtigen Kristall und nicht so ein Mikrofragment hier. Schau mal, da haben wir von hier drumherum beleuchtet. Ah, mehrere. Ja, schön. Das ist gut. Okay, gut, vorbei. Aber immerhin, jetzt haben wir zumindest ein paar, ne? Also ein paar Mese haben wir jetzt zumindest. Es ist bei weitem nicht das, was ich gehofft hatte. Aber es wird langsam. So, hier in die Richtung waren wir noch gar nicht unterwegs. Mal gucken, wie es hier weiter aussieht. Es ist also relativ groß und relativ unübersichtlich. Na komm. Achso, liegt irgendwo auf. Ah, gut. Ja, ich möchte nur nicht, dass solche Sachen dann abstürzen, wenn wir gerade da drauf oder da drunter langlaufen und dann verschüttet werden oder irgendwo abstürzen. Deswegen löse ich solche Sachen halt generell am liebsten dann aus, wenn ich sie sehe, direkt. Einfach um safe zu sein. Ach, hier haben wir nochmal Silber. Wie soll wir Silber brauchen, weiß ich gerade gar nicht. Wir werden aber auch langsam mal wieder eine kleine Aufnahmepause machen hier. Das zieht sich gerade schon wieder hin. Ah gut, manchmal ist direkt an der Stelle hier Feierabend. Ja, dann sehen wir uns die nächste Aufnahme dann wieder. Mal schauen.